Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Titel Am Kipppunkt: Autoritarismus und Grenzpolitik nach der Europawahl. Als erstes, wie ihr und Sie wahrscheinlich schon gemerkt habt, findet diese Veranstaltung auf Deutsch und auf Englisch statt. Das heißt, es gibt Verdolmetschung, wir werden beide Sprachen auf dem Podium sprechen. Also gerne, wer nicht fließend in Deutsch oder Englisch ist, sich diese Kopfhörer dort hinten abholen. So, this event will be in German and English, and whoever is not fluent in German, please just get these headphones there at the end. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Valeria Hensel und bei Medico als Referentin Flucht und Migration zuständig und habe hier auf dem Podium neben mir sitzen Jens Adam. Ich werde dich nochmal detaillierter vorstellen, aber er ist gerade hier für das Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Uni Bielefeld. Dann haben wir daneben Katarzyna Czarnota von der Helsinki Foundation for Human Rights in Warschau und Teil der Gruppe Granitza. Und dann haben wir Christian Jakob, Journalist und Buchautor, Journalist der Taz vor allen Dingen. Herzlich willkommen euch. Ja, dann noch ein kleiner Hinweis. Es gibt da hinten in dem Hostel die Möglichkeit, sich vor, während, nach der Veranstaltung mit Verpflegung zu versorgen. Also kleine Snacks, später auch was zu essen und Getränke. Gerne einfach kaufen bei Interesse. Genau. Ansonsten liegt da draußen noch das neue Rundschreiben von Medico, wo auch das Thema Europa und die Rechtsverschiebung zentral sind. Also gerne einfach mitnehmen. Außerdem liegt da noch eine Abo-Liste, also gerne eintragen bei Interesse. Und genau, dann immer das Rundschreiben erhalten und weitere E-Mail-Nachrichten über spannende Veranstaltungen von uns. Und da Veranstaltungen natürlich auch kosten, haben wir auch eine kleine Spendendose dort stehen. Also wer Interesse hat, kann gern spenden. Aber erstmal hören, wie es Ihnen gefällt. So, ein kleiner Hinweis noch, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie wird nicht live gestreamt, aber aufgezeichnet und ist dann danach im Internet zu finden über die Medico-Homepage. Und sehr gerne, wenn eine Person in der Diskussion, falls ins Publikum gefilmt wird, gerne nicht drauf sein möchte, einmal einen Hinweis an unsere Kollegen hier von der Technik geben, Lukas und Nathanael, die da beide sitzen, vielleicht einfach kurz die Hand heben. Ja, zur Veranstaltungsreihe. Die Veranstaltungsreihe Am Kipppunkt widmet sich dem Thema von Autoritarismus und dem globalen Erstarken rechter Ideologien, Strömungen und auch Regierungen. Und das Konzept des Kipppunkts geht eben davon aus, dass es einen gewissen Punkt gibt, an dem sich ein System so verändert, dass es halt nicht mehr so einfach zurückzudrehen ist. Und im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir das auch noch ausführlich diskutieren. Inwieweit das ein passender Begriff ist, inwieweit wir damit analytisch was gewinnen können, inwieweit es aber vielleicht auch problematisch ist, aus Klimadiskursen das auf soziale Diskurse zu übertragen. Ja, diese Veranstaltung schließt ziemlich eng an unsere letzte Veranstaltung. Das war nämlich eine Veranstaltung mit dem Thema das Europaprojekt der Rechten, wo wir queer-feministische und migrantische Gegenstrategien diskutiert haben, aber halt auch die Rechtsverschiebungen in Europa. Und das war vor der Wahl und jetzt ist nach der Wahl. Es hat sich so einiges getan. Das werden wir bald diskutieren jetzt. Genau. Und in der letzten Veranstaltung die wurde von Jana Flörchinger organisiert und Lukas, der hier sitzt, und die haben da schon mal ein relativ besorgniserregendes Bild gezeichnet über die Rechtsverschiebungen zusammen mit ihren Gästen und wir wollen mal gucken, inwieweit sich das noch verschlimmert hat oder wo wir auch einzelne Lichtblicke gerade sehen. Die aktuelle Veranstaltung wird auch einen besonderen Blick auf Polen haben, als ein Beispiel, was wir diskutieren können, vor allem mit Katarzyna, unserer Partnerin, die das ja sehr gut verfolgt. Und wir werden einen besonderen Schwerpunkt auf die Migrationspolitik legen, weil als Medico International argumentieren wir auch immer wieder, dass der Rechtsruck in Europa eben in der Migrationspolitik begann und auch da enden muss. Insofern wollen wir hier auch den Zusammenhang zwischen
Migrationspolitik und den Rechtsverschiebungen diskutieren. Gut, bevor ich zu viel rede und wertvolle Zeit für unsere Gäste verliere, einfach stelle ich euch noch einmal ein bisschen ausführlicher vor und dann geht's gleich los. Und zwar ist Katarzyna Czarnota hier in der Mitte, Forscherin bei der Helsinki Foundation for Human Rights in Warschau, einer Menschenrechtsorganisation und auch einer sehr wichtigen Partnerorganisation von Medico International, die auch eine zentrale Rolle im Netzwerk der Grupa Granica spielt, das die Rechte von Geflüchteten eben an der polnisch-belarussischen Grenze verteidigt und ein Unterstützungsnetzwerk aufgebaut hat für die Menschen, die im Waldgebiet dort festhängen. Ja, die Helsinki Foundation spielt darin auch eine wichtige Rolle in der Antirepressionsarbeit, vor allem von Aktivistinnen und auch Geflüchteten, aber auch in der strategischen Prozessführung zur Verteidigung von Rechten. Und Katarzyna persönlich hat da eine wichtige Koordinationsrolle inne, ist aber auch als Soziologin eben sehr viel mit ihrem Wissen über Pushback-Praktiken und Grenzgewalt hat sie sehr viel zusammengetragen, was uns, glaube ich, hier weiterhilft in der Diskussion. Dann zu meiner Rechten sitzt Jens Adam. Er ist politischer Anthropologe und zurzeit Fellow in der Forschungsgruppe Internalisierung von Grenzen, die sozialen und normativen Folgen des europäischen Grenzregimes in Bielefeld am Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Und davor, darum haben wir ihn auch eingeladen, hat er nämlich von 2020 bis 2023 in der Forschungsgruppe zum Thema Soft Authoritarianism gearbeitet und darum ein recht elaboriertes Konzept von Autoritarismus und dabei schwerpunktmäßig zu Polen auch gearbeitet. Ab Oktober hat er glücklicherweise eine Professur, und zwar an der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen auf den Themen Demokratie, Autoritarismus, internationale Kulturpolitik, Grenzregime und vor allem Europäisierung. Das heißt, als Experte auf gleich mehreren Gebieten ist das natürlich für unser Thema, was wir hier diskutieren wollen, ganz schön. Herzlich willkommen auch dir. Und jetzt zuletzt Christian Jakob, der ist als Journalist bei der TAZ für uns immer wieder eine wichtige Quelle und ein wichtiger Diskussionspartner für die Entwicklung des europäischen Grenzregimes. Und diese Entwicklung verfolgt er eben auch schon seit mehreren Jahren und liefert da sehr fundierte Recherchen und auch sehr scharfe Analysen über die Entwicklung des europäischen Grenzregimes und hat auch mehrere Bücher verfasst zu diesem Thema. Besonders schön finde ich immer noch Diktatoren als Türsteher Europas. Und aber auch zu Fragen von Rechtspopulismus hast du viel gearbeitet, auch mit dem Buch Angriff auf Europa, die Internationale des Rechtspopulismus. Und aktuell für unsere Diskussion ist besonders interessant dein neuestes Buch, nämlich Endzeit, die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft, in der er sich eben kritisch mit apokalyptischen Weltbildern in der Rechten, aber auch in der Linken auseinandersetzt. Und das ist manchmal, glaube ich, ganz bereichernd für unsere Debatte. Genau, wir werden jetzt drei Fragerunden machen und habe euch ja schon um knappe Antworten gebeten, aber das schafft ihr sicher. Und übersetzbare, vielleicht nicht ganz so schnell reden wie ich. Und zwar werden wir in der ersten Runde einmal uns den Europawahlen widmen für so eine kleine Bestandsaufnahme und auch der Situation in Polen und an der polnisch-belarussischen Grenze. In der zweiten eher auf die europäische Migrationspolitik und die Frage der Kipppunkte eingehen und am Ende nochmal schauen, was gibt es eigentlich so für emanzipatorische Perspektiven in dieser recht düsteren aktuellen politischen Lage, was können wir tun. Dann fange ich doch gleich mal an mit dir, Christian. Ich habe schon gesagt, du hast dich viel auseinandergesetzt mit als Journalist und Autor verschiedener Bücher mit den Entwicklungen der Migrationspolitik und den Verschiebungen in der EU. Genau, und wie vorhergesagt, haben ja rechte Kräfte doch ziemlich stark dazu gewonnen in den Europawahlen. Und für dich einfach mal als Einleitung, ob du uns einen kurzen Überblick versuchen kannst zu geben über die politische Konstellation nach den Wahlen. Wie rechtslastig ist Europa eigentlich geworden und was bedeutet das für uns? Worauf müssen wir uns in Zukunft einstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, der Befund ist, denke ich, sehr eindeutig. Es hat natürlich einen starken Zuwachs der Stimmenanteile von Rechtsextremen gegeben, auch auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Ich denke, der zweite große Befund sind die großen Schwierigkeiten, die der Rechtsextreme und der populistische Block bei der Allianzenbildung haben. Und das ist ein Phänomen, das sich jetzt schon seit einigen Jahren durchzieht. Es hat schon 2019 vor der vorigen Europawahl Träume von einer einheitlichen rechtsextremen Liste gegeben, einer Parteienallianz mit gemeinsamem Wahlprogramm, gemeinsamen Spitzenkandidaten. Das ist damals vor allem von der Lega in Italien ausgegangen. Matteo Salvini war damals Innenminister und wollte gerne als Spitzenkandidat antreten und Jean-Claude Juncker beerben. Man hat da darauf spekuliert, womöglich die größte Fraktion stellen zu können. Und es ist aber, wie man weiß, gescheitert. Bis heute gibt es drei rechtsextreme Fraktionen, die letztes jetzt gestern gegründet worden. Es ist einmal die schon länger bestehenden europäischen Konservativen und Reformer, die Identität- und Demokratiefraktion, die aus dieser damaligen Offensive von Salvini 2019 hervorgegangen ist, der in der letzten Legislaturperiode auch die AfD war und jetzt ganz neu das Europa der souveränen Nationen. Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum es so schwierig war und auch bleibt für die Rechten, ihren Erfolg sozusagen zu transferieren in die Bildung eines durchsetzungsstarken Blocks. Zu den wichtigsten gehört auf jeden Fall der unterschiedliche Blick auf Russland und auf die Ukraine. Das ist einer der zentralen Streitpunkte für viele, gerade aus dem osteuropäischen Raum, kommt es überhaupt nicht in Frage, sagen sich an Russland, an Moskau zu orientieren. Das zieht sich auch seit vielen Jahren durch, dieser Streitpunkt, der geht auch durch die Fraktionen durch. Und der andere ist das Geld. Es gibt eine Reihe von Parteien, für die klar ist, über die EU soll nicht mehr umverteilt werden. Die AfD, erinnern sich einige vielleicht noch, ist ja als D-Mark-Partei gegründet worden. Bis heute gibt es also tendenziell eher in den Nettozahlerstaaten bei den Rechtsextremen und Populisten die Haltung, unser Geld bleibt hier. Wir füttern keinen südeuropäischen Schlendrian länger durch. Das geht so weit, dass man zum Teil die EU ganz auflösen will oder zumindest sozusagen in einer stark geschrumpften Form neu gründen. Und andere, die in den Nettoempfängerstaaten leben oder diese gar regieren, sehen natürlich das ganz anders. Für die ist es existenziell wichtig, dass Geld aus Brüssel kommt. Darauf basiert zum Teil ihre ganze Regierungsgestaltungsmacht, die es entweder schon gibt oder die sie noch wollen. Und auch da ist sozusagen eine Einigung kaum in Sicht. Auch bei der Migration, da gehe ich später nochmal drauf ein, gibt es zum Teil sehr weit auseinanderliegende Vorstellungen. Die osteuropäischen Länder sind der Meinung, man kann das sozusagen schaffen, eine Allianz der geschlossenen Grenzen aufzubauen. Die wollen einen Pakt gewissermaßen, der darauf hinausläuft, dass niemand mehr reinkommt. Es soll keine Umverteilung geben, keine Möglichkeit mehr, Asylanträge zu stellen in der EU. Und im Süden Europas sieht man das anders. Also Meloni regiert ja nun schon eine Weile, hat gemerkt, dass auch sie es nicht schafft, bei allem politischen Willen die Ankünfte zu drücken. Im Gegenteil, es ist in ihrer Regierungszeit hochgegangen. Und das ist von Italien, aber auch von anderen Staaten nach wie vor die Forderung, es muss eine Umverteilung innerhalb Europas geben. Und auch da ist der Dissens ganz offenkundig. In der Entwicklung der jüngeren Vergangenheit war, dass es aus den Reihen der Konservativen, maßgeblich der deutschen Konservativen, CDU, CSU und auch dann in der Folge der Europäischen Volkspartei, Versuche gab, diesen rechten Block sozusagen aufzuteilen in annehmbare Rechte, die nicht rechtsextrem seien, namentlich Meloni und die Fratelli d'Italia, obwohl die ihn ganz klar sozusagen auch in im eigenen Selbstverständnis rechtsextrem faschistischen politische Ideologie und Kultur haben. Trotzdem gab es jetzt eine Reihe von Avancen und auch Bemühungen, sozusagen die in Richtung des konservativen Lagers rüberzuziehen. Das hat harte Brüche im rechtsextremen Lager nach sich gezogen. Vielleicht haben es einige mitbekommen. Melonisierung ist da als Schimpfwort mittlerweile weit verbreitet. Gemeint ist damit, dass sich sozusagen Rechtsextreme von ihren Positionen abwenden, sich von den globalistischen Eliten, wie es dann immer heißt, kaufen lassen, sich vom bürgerlichen Lager eingemeinden lassen und auch das vergleichsweise schlechte Abschneiden in Sitzen des Rassemblement National. In Frankreich wurde jetzt vom AfD-Vorfeld, von der AfD-Basis so gewertet, dass man sich also sozusagen von der reinen Lehre des Lebensrechts des Volkes, hieß es dann immer, abgewandt hat und sich irgendwie von den Bürgerlichen hat einlullen lassen. Und diese Wahlniederlage, die eigentlich gar keine war, weil sie ja sehr viel Prozent bekommen haben, wurde also als gerechte Strafe sozusagen für diese Abkehr
gewertet und eingestuft. Und dieser Bruch ist so, der geht so weit, dass selbst Höcke, der sich sozusagen dahinter gestellt hat, Maximilian Krah, den eigentlichen Spitzenkandidaten, fallen zu lassen, um Le Pen zu besänftigen, als zu nachgiebig und auch sozusagen als Verräter kritisiert wurde. Also auch da ist sozusagen große Uneinigkeit. Gleichzeitig eröffnet das natürlich für den konservativen Block deutlich größere Möglichkeiten, Mehrheiten rechts der Mitte zu finden. Wenn dieser populistische Parteienblock, der über große Stimmenanteile verfügt, also sozusagen aufgesplittet werden kann und ein Teil mit den Konservativen zusammengeht, bilden sich natürlich neue Mehrheitsverhältnisse, mit denen man auch, und darauf kommen wir dann ja später nochmal, zum Beispiel in der Migrationspolitik anders agieren kann. Bis jetzt ist es nicht so weit, aber das ist natürlich auch die strategische Überlegung, die dahinter stand, dass zum Beispiel Jens Spahn gesagt hat, also die Brandmauer in Europa, die gilt, aber Meloni steht auf dieser Seite der Brandmauer, weil die ist gar nicht rechtsextrem. Gegen Rechtsextreme sind wir, aber Meloni ist ja keine. Ein anderer Blick, den man ein bisschen auch auf die Dinge haben kann, ist, dass es ja sehr vorsichtig sozusagen an einigen Stellen zumindest anders in eine andere Richtung zeigende Entwicklung möglicherweise gegeben hat. Die Peace in Polen, von der viele, ich zum Beispiel auch der Meinung waren, die hat sich an der Macht festgesetzt und gibt sie nicht wieder her. Die ganzen Verfassungsreformen, die es da gab, dienen dazu, sozusagen dauerhaft sich nicht abwählen lassen zu müssen, ist nicht mehr in der Regierung. In Skandinavien hat die Linke mit einer, würde ich sagen, so einer Mischung, also einer relativ geschickten Positionierung, ich würde sagen, pro Gaza und pro Ukraine, es geschafft, ziemlich gut abzuschneiden bei der EU-Wahl. In Spanien ist es ähnlich und jetzt auch in Frankreich. In Prozenten hat die Linke nicht so gut abgeschnitten, aber überhaupt die Möglichkeit, sich als Bündnis so aufzustellen, hat durch das französische Wahlrecht natürlich dazu geführt, dass es diesen großen Sitzanteil jetzt gegeben hat, der sie da zumindest sozusagen psychologisch und von der allgemeinen Stimmung nochmal in eine andere Position gebracht hat, als es vielleicht hätte ausgehen können. Ein anderer Punkt ist, dass die AfD, aber auch andere RechtspopulistInnen immer behaupten, es laufe alles mehr oder weniger automatisch auf sie zu. Es sei nur eine Frage der Zeit, die würden ganz von alleine stärker werden. Und meine Beobachtung ist, dass viele geneigt sind, das auch zu glauben und zu sagen, ja, stimmt, das dauert nicht mehr lange, dann haben wir sowieso überall Faschismus. Und da lohnt es, einen Blick auf die Zustimmungswerte der AfD über die Jahre zu werfen. Und es ist zum Beispiel so, dass die 15,9%, die sie jetzt bei der EU-Wahl hatten, die sie bei der EU-Wahl hatten, auch schon 2018, relativ kurz nach der Gründung, also einige Jahre nach der Gründung, aber jedenfalls schon vor geraumer Zeit, sie hatten, und da lag immerhin Covid dazwischen und der Ukraine-Krieg, beides Dinge, die sie ja leider sehr gut auszuschlachten wussten. Und insofern ist es keineswegs so, dass es für sie so immer nach oben geht. Es gibt Plateaus und es gibt Auf- und Abs. Und man sollte dieser Behauptung, es fällt ihnen sowieso die Macht in den Schoß, also nicht folgen. Die EPP, also die Konservativen, haben jetzt ja bei der EU-Wahl sehr gut abgeschnitten. Trotzdem würde ich sagen, dass es für sie schon auch eine gefährliche Situation ist, weil in vielen Ländern die ehemaligen christdemokratischen Parteien gar nicht mehr existieren oder keine Rolle mehr spielen und deren komplettes Wählerpotenzial eigentlich jetzt von rechtsextremen Populisten aufgesogen wurde. Also namentlich in Frankreich und Italien gilt das für die Republikaner und für die Demokratia Christiania, und auch die, sozusagen, wenn man bei der AfD hinhört, die sagen ja, der CDU wird es genauso gehen. Die werden sich mit den Grünen einlassen nächstes Mal und dann sind sie weg vom Fenster, weil die Leute das nicht mehr wollen. Also für die ist das schon auch eine Frage von der Halt der eigenen Existenz sozusagen, wenn man in andere Länder schaut. Und sozusagen der letzte Punkt ist, dass die, also insbesondere dieser starke Drang in Richtung Moskau, den es zum Beispiel bei Orban gibt, der jetzt in der EKR-Fraktion eingetreten ist, das wird, wenn sich die Konfrontation mit Russland weiter verschärft und die Wahrscheinlichkeit oder zumindest die angenommene Wahrscheinlichkeit der Konfrontation vielleicht im Baltikum zunimmt, wird das sicher nicht dazu führen, dass es innerhalb des rechtsextremen Lagers sozusagen die Neigung steigt, sich das weiter anzuschauen. Und also gerade die nationalistischen Akteure im Baltikum, in Skandinavien, aber auch in anderen Teilen Osteuropas, werden da wahrscheinlich sehr früh sozusagen sehr klar einen harten Cut machen und alle sagen Rechtsextreme oder Populisten, die diese prorussische Linie beibehalten, also sozusagen sich stark davon
distanzieren, was natürlich insgesamt diesen Block schwächt und dann auch wieder sozusagen auf der anderen Seite Handlungsräume aufmacht. Vielleicht erstmal so weit. Vielen Dank. Danke, das war schon mal sehr dicht. Ist das mit der Übersetzung okay vom Tempo oder nicht so? Okay, wir versuchen langsamer zu sprechen. Ich wechsle jetzt auf Englisch. Katarzyna. So, Christian already mentioned the situation in Poland, and I think, I think for us it was all a bit the feeling that now, after the government, the PiS government was deselected, that basically the situation would improve also regarding the migration policy. So that was what everybody was hoping for, especially since Donald Tusk, who was once the council president in the president of the European Council, so he should have a sort of European idea about migration policies. And so the question is, can you a bit tell us about the situation at the moment? Because we have since June, I think, we have a new state of emergency introduced at the Polish border. So far from any approval, we see like again a sort of backlash regarding the migration policy in Poland. And yeah, can you maybe just tell us a bit about the current situation at the border and your work there and how it changed after the elections? Okay, thank you. So, to make it more understandable for the audience and for the discussion, I will maybe just give you at the beginning the brief overview about the general situation. Then I will try to make it more chronological, because the dynamics of the changes after the election and after the events that occurred at the border on May and June was really, it was really, let's say, dynamic. So first of all, I would like to mention that still since 2021 we have a double standards policy, and the humanitarian crisis is still ongoing. What does it mean? It means, for example, that still there is a huge need for the humanitarian aid, and still the migration and the humanitarian aid is criminalized, which is in result all the responsibility of the state actors or the, you know, monitoring actors. That responsibility was really it's on the shoulder of civil society. So different amendments that have been, we have that, you know, two different type of responses, because from the one side is the social response, it's a society response and huge social mobilization, and from the other side we have the, let's say, we can observe the state response. And the state response, which have been implemented in 2021, is still the same. So to make it really short, the government, the PiS government, put a different amendments to the asylum and migration law. So for example, in 2021, since 2021, still we are facing collective forced returns, so-called pushbacks and violence towards forced migrants, towards people who are crossing the border in irregular manner. It means that they don't have even access to the official border points to do it in, let's say, official way. And there is a lot of violence, physical and mental, and systemic prevention of documentation of what is going on the border. And I will briefly elaborate later what does it mean that there is really limited documentation. So since 2021 until now, we can see the gross violation of fundamental human rights, and let's say without the proper investigation.
And this was the those amendments of the same acts, let's say, because there is an act of regulation of the Minister of Interior and Administration, of the Act of Foreigners and the Act of Granting Protection to Foreigners and the Act of the State Protection have been changed in two different, let's say, ways. Along the Belarusian border, to make possible those things that I mentioned, and then the same acts have been changed along the Ukrainian border to show the good solutions. And actually, yes, it was the good practice. How to make the situation, how to protect people, how to make all the bureaucratic things faster and in a more human way. But still, that double standard policy, it's ongoing at the border. And this is also connected with the political narration. So we still are, when we are talking in a public, in a mainstream media, there is a discourse about people who are flying from Ukraine, but still about the illegal migrants who are not flying from the other countries, but who are forcing the border, and they are connected with the Lukashenko regime, and they are a threat for the national security. And what happened until and what is going on now since 2021? Unfortunately, we could observe a lot of different negative results of the militarization of border, and on the focus of the security only on security as a, let's say, tool to build social acceptance, not for any other legal ways or mechanisms of identification and so on. But we can see that there is a rising number of missing persons, of fatalities. We can see that the smugglers and human traffickers are more visible at the border, and also there is a lot of violence. But this is kind of the hidden zone, and the militarization and the policies that have been implemented by previous government, and it's still and there is, let's say, still new, nothing changed in the context of the law. Still, we have that, let's say, the hidden zone of undocumented violence, and it's we can call it a gray zone. And actually, I will refer later about the state of emergency, because it's not a state of emergency, but a temporary ban. And still, the political strategy is now, it's not to use the state of emergency, but use the different law tools to actually make it, even if we are not name it like that. And and maybe a little bit about the special situation at the Polish-Belarusian border, because I think that not a lot of people know that the problem is not only pushbacks, but according to the law amendments of those acts that I mentioned before, the border guards can lead undocumented pushbacks. So that's why also after those years, what does it mean? It means that if they will push back someone, there is no such a thing like data collection about who it was. So after those years, we are also seeing that the pushbacks can be factors of forced disappearance. And the term of forced disappearance, it's the person disappeared because a state actor was involved in that. So this is kind of the other level, let's say, of violation of a lot of convention and a lot of acts. But I will
just briefly tell you about it and the use of nature. Because the Polish-Belarusian border zone is located in a specific terrain, it means that it's cutted by the Białowieża forest. It's really ancient and huge forest. And we observe that also this is the strategy to use nature and to do not recognize perpetrator. With the cause of death as it's and the official cause of deaths, and for now we have 86 deaths at the border. This is the estimation because those are only the documented cases. But we think that in reality, if there is no records and if when people were trapped on the swamps or at the Białowieża forest, which is really hard to access, then there is no such a thing like a, you know, like access to the real statistics. So in official narration, the cases were drawing into water or hypothermia. And here we can see a lot of examples of weaponization of the landscape. It means that those people have been pushed back there. So there is no such a thing like someone left people without access to the water, access to food, access to the to even have a possibility to call for help. And there is no search and rescue operations. And in that I will refer later, because in that point, no search and rescue operations, the new government has implemented the change, but only in the narration change. This change is only in the narration. Why? Because the search and rescue teams were established within the border guards units. So it means that the search and rescue teams, after they will give the medical help, then they will push back the person. So, and then this is also that we are focusing now on as a Helsinki Foundation for Human Rights on that case, because this can lead to also to forced disappearance. And the role of the state actor as a border guard is a state actor, it's more visible. So maybe a little bit about the statistics. And also I would like to spread an information that tomorrow Ocalenie Foundation will release the report about the number of fatalities, not only in Poland, but also in Poland, Belarus, Lithuania and Latvia. Okay, and it's 116 person. So to make it shorter, so the most, let's say, the few changes, so in May, government decided that they will just put the 5 meters zone they will build the other, the double fence. So literally there is a wall, the metal wall that was finished in 2022, then the 15 meters road, and then the smaller fence. And on that area, the people who are providing humanitarian aid on May and June, they couldn't go inside. And in that road, they only the border guards had access to in that road. And in the same time, a lot of people start to occur at the border. A lot of and also a lot of human traffickers. And also a lot of people with open wounds, and Doctors Without Borders, who are the only one, let's say, this is the only one association which is really active at the border, and the other associations, they recorded a lot of cases of violence, and because this was problematic also to highlight. Then they decided in May also that they need to do something, and this is an additional thing, that the area under the Poland jurisdiction, it's also the area
after the wall, under the so here you have a wall, and even if the people were at the Belarusian side, still they are on the territory under the Polish jurisdiction. So this is also the problematic thing. And only one good change was that the law was sometimes, in some cases, law was respected, where they were a witness, and where when someone would like to apply for the asylum but was, let's say, assisted by humanitarian aid workers, and in May also they introduce they decided that they need to change something, so for now there is a ban for temporary stay, but maybe I will focus on that a little bit later. But I think that the main change that was also discussed in the media, it was that search and rescue teams. So the main task of the search and rescue teams were to conduct and rescue search and rescue operations. But the main concern is that indeed it was also, let's say, the erosion of human rights, and also something which is, let's say, not according to the Polish law, because there is something like if you are doing something as a state official in undocumented manner, then you need to be, there's no such a thing like a possibility to do it. And for all search and rescue operations in the whole Poland Polish territory, it's responsible, the police is responsible for that. But what I would like to say, that in context of the border zone, there is still a legal chaos, but there is also a lot of criminalization, and also now we step for the different, on the different level. We are not hearing anymore about the need for protect the country against migrants, but now there is a level of the narration that we need to protect the country against Russia and against war. So that's why it is also, they implemented again the ban, and also they implemented the new amendment to law that is the that is allowing military service and that is allowing for using the guns to soldiers and to border guards. Maybe I can elaborate it a little bit more later. Yep. Yeah, you can go into this more in detail later, but it's a very important point that the narrative now shifted, that it is the border is protected against Belarus and the Russians and not against the migrants, but in fact it is the same. It's a very interesting development. Ich spreche jetzt wieder Deutsch, falls ihr tauschen möchtet, oder? Jens, du beschäftigst dich ja, wie ich schon gesagt habe, vor allem mit dem Zusammenhang von Fragen von Autoritarismus und Grenze. Und ich glaube, die Frage, die mich eben interessiert, ist, inwieweit, also du hast mal die These gesagt, dass die politischen Verschiebungen in Polen, die wir eigentlich sehen, paradigmatisch für die Situation in der EU sind. Und mich würde interessieren, worin diese Verschiebungen denn bestehen, woran, wie würdest du sie festmachen und inwieweit auch der gesellschaftliche Wandel in Polen, den du ja auch mit beobachtet hast, eben mit dieser Grenzpolitik verbunden ist. Das funktioniert, ja? Ja. Okay, ich glaube, zunächst einmal hat Polen einen gewissen Erfahrungsvorsprung, weil nämlich in Polen im Jahr 2015 das national-autoritäre oder das autoritär-populistische Lager an die Macht gekommen ist und eine Reihe von Wahlen gewonnen hat, Präsidentschafts- und Parlamentschaftswahlen, und dass es dann aber doch auch wieder gelungen ist, sie von der Macht wegzubekommen, sie abzuwählen. Das heißt, das Erste, was vielleicht paradigmatisch ist, ist, dass man hier eine Konfrontation beobachten kann zwischen zwei politischen Lagern, sagen wir der liberal-konservative Mainstream, für den Donald Tusk steht, und auf der anderen Seite halt die nationale
autoritären oder die autoritär-populistischen Herausforderer, Herausforderinnen. Und ich denke, dass sich da etwas zeigt, was in meiner Einschätzung jetzt auch gerade nach diesen Wahlen, nach den Wahlen zum Europaparlament, einfach die europäischen Debatten zur Migration prägen wird und nicht nur zur Migration und mit einer weitgehenden Fehlen irgendeiner linken progressiven Stimme. Ich glaube, das ist auch vielleicht paradigmatisch in Polen. Ich meine jetzt in so einem politisch-parlamentarischen Gefüge. Und wenn wir nochmal genauer reinzoomen nach Polen, dann denke ich, was Polen durchlebt hat, halt von 2015 bis 2023, ist das, was wir in unserer Bremer Forschungsgruppe als Soft Authoritarianism beschrieben, analysiert haben, sanfter Autoritarismus, softer Autoritarismus. Und auch das ist, denke ich, auskunftsfähig für Europa. Also sprich der Gedanke, wir haben es mehr und mehr mit Regierungen zu tun, die sich nicht irgendwie an die Macht putschen, ja, sondern die gewählt werden. Also wir haben Regierungen, die Wahlen gewinnen, mitunter mit großen Mehrheiten Wahlen gewinnen und dann diese Legitimation, die sie durch gewonnene Wahlen gewonnen haben, einsetzen, um systematisch die Grundprinzipien liberaler Demokratien auszuhebeln. Also sagen wir jetzt mal kurz gefasst, die Prinzipien und die Institutionen und die Rechte, die eigentlich dafür Sorge tragen sollten, dass diejenigen, die bei einer gegebenen Wahl in der Minderheit sind, bei der nächsten Wahl in der Mehrheit sein können. Also quasi, wir haben es mit Regierungen zu tun, Ungarn wäre natürlich ein Fall, die Slowakei könnten wir da diskutieren, Polen, ich denke auch die Türkei. Wir haben es mit Regierungen zu tun, die Wahlen gewinnen, aber dann alles daran setzen, als eine Machtstrategie, diese Prinzipien und diese Regularien und Institutionen halt auszuhebeln, und dadurch halt ihre Macht dauerhaft zu sichern. Und das haben, denke ich, das polnische rechte Lager ziemlich erfolgreich getan. Aber vielleicht jetzt im Unterschied zu Ungarn ist es ihnen halt nie gelungen, eine wirklich verfassungsändernde Mehrheit zu gewinnen. Das heißt, dass dieser ganze Prozess an gewissen Punkten an Grenzen geraten ist, also dass sie viel getan haben, also dass sie das Justizwesen beispielsweise sich weitgehend untergeordnet haben, dass sie das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Propagandamaschinerien verwandelt haben, dass sie Kulturinstitutionen, auf die sie Einfluss haben, also sofern sie der nationalen Regierung unterstehen, halt mit ihren Parteigänger und Parteigängerinnen besetzt haben und dann halt quasi dort ein nationalkonservatives Geschichtsnarrativ normalisiert haben. Und dass sie beispielsweise Staatsfirmen, es gibt wichtige Firmen in Polen, die ganz oder partiell im Staatsbesitz sind, und sie haben auch dort die Leitungsfunktionen halt mit Parteigängern besetzt und dann partiell das Kapital dafür eingesetzt, ihre ideologischen Projekte zu normalisieren, durchzusetzen. Das heißt, man hat, ich nutze da so ganz gern dieses Bild, man hat so eine Art Festung gebaut, eine national-autoritäre Festung, wo man diese staatlichen Institutionen, die öffentlichen Institutionen eingebaut hat, die man übernommen hat, aber auch verbunden hat mit national-konservativen NGOs, mit kirchennahen Organisationen, mit rechten Medien. Und es wurde immer schwieriger für die Opposition, diese Festung nochmal einzunehmen. Ja, und es ist gelungen, das können wir später diskutieren, warum das eigentlich in Polen gelungen ist. Es ist ein interessanter Fall. Und jetzt vielleicht einen Schritt weiter. Würde ich halt sagen, dass es ist hier schon deutlich geworden, was sind so Arenen eines solchen sanft autoritären Umbaus, zum Beispiel das Rechtswesen, die Justiz, die Medien, aber eben auch die Grenze. Ja, also, und das ist etwas, also mit meiner Kollegin Sabine Hess arbeite ich daran, also irgendwie zu zeigen, wie Grenzpolitiken, autoritäre Grenzpolitiken, man könnte sagen, Räume öffnen, um den autoritären Wandel innerhalb von Demokratien voranzutreiben. Und das, ich denke, dass Katarzyna da schon so ein paar Sachen erwähnt hat, zum Beispiel, dass man halt Zonen schafft unklarer Rechtlichkeit, das wäre so ein typischer Fall. Oder dass man, ich fand auch interessant, dass du gerade gesagt hast, es geht jetzt gerade nicht um einen Ausnahmezustand, sondern um einen Temporary Ban. Das wäre auch so ein Beispiel dafür, dass man die Situation an der Grenze nutzt, um eigentlich den
Gegensatz, den jede Verfassung enthält, zwischen Ausnahmezustand und dem normalen Funktionieren des Staates, den auszuhebeln, indem man irgendwelche Zwischenräume schafft, dass man nicht mehr weiß, haben wir jetzt einen Ausnahmezustand oder nicht, ja? Sondern wir befinden uns da gerade in irgendeinem Zwischenzustand. Und das wären so Beispiele, also Ausnahmezustand, ein Regieren über Dekrete oder auch ein sich berufen auf Befehle, was im Grenzgebiet auch stattfindet. Das wären so Beispiele dafür, wie man die Grenze nutzt, um gewisse illiberale oder autoritäre Prozesse innerhalb einer Demokratie voranzutreiben. Und jetzt vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich denke auch, es ist bemerkenswert, dass diese neue Regierung diese Grenzpolitik nicht, also Katarzyna hat ja sagen wir, was da der Fall ist, Mauerbau, Militarisierung, Ausnahmezustand, Sperrzone und so weiter schon sehr gut dargestellt. Also es ist bemerkenswert, dass sie das jetzt so fortsetzen, aber ich würde sagen, es gibt einen Unterschied und ich würde gerne zwei Unterschiede da herausstellen. Also zum einen hat die Peace-Regierung doch immer Rechtsstaatlichkeit grundsätzlich in Frage gestellt. Also hat es sehr gerne auch benutzt, von der sogenannten Rechtsstaatlichkeit zu sprechen und Rechtsstaatlichkeit als etwas zu bezeichnen, was die Europäische Union aufzwingt. Und was wir halt jetzt beobachten, ist, dass man eine autoritäre Grenze baut, aber erstmal auf alle Fälle diskursiv, aber auch in der Praxis für sich in Anspruch nimmt, das, was unter der Peace-Regierung an Schäden, an der Rechtsstaatlichkeit, an demokratischen Institutionen also passiert ist, was man da vorangetrieben hat, das zu reparieren. Also man verbindet eigentlich eine autoritäre Grenze, eine Militarisierung der Grenze mit dem Narrativ, wir sichern Rechtsstaatlichkeit, wir reparieren die Schäden, die da passiert sind. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied jetzt von der, wie weit das real ist, können wir gleich auch noch mit Katarzyna diskutieren, aber da sehe ich auf alle Fälle einen Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, das ist bei Katarzyna auch schon angedeutet worden, was unter der Peace-Regierung sehr passiert ist, ist also rassistische Diskurse, also quasi, dass man permanent Bilder von diesen gefährlichen Migrantinnen und Flüchtenden, die als rassifizierte andere dargestellt worden sind, durch den öffentlichen Raum. Man hat den öffentlichen Raum eigentlich geflutet mit solchen Narrativen und Bildern von rassifizierten anderen, die da gerade unsere Grenze überschreiten wollen und uns bedrohen, unsere Frauen bedrohen und unsere Dörfer bedrohen, unsere Sicherheit bedrohen. Und ich denke, da gibt es auch einen deutlichen Shift, dass man das nicht mehr, also in dem gleichen Maße tut. Ich würde sagen, soweit ich das beobachten kann, wenig oder gar nicht, sondern dass man stattdessen ganz Migration unterordnet, wie das Katarzyna schon gesagt hat, unter diesen Gedanken. Es ist ein Instrument innerhalb der militärischen Bedrohung Russlands, gegen die wir uns sichern müssen. Also so ein Shift von einer Rassifizierung zu so einer Versicherheitlichung und das ist, glaube ich, ein zweiter relevanter Wechsel, den wir beobachten können. Und vielleicht, um das abzurunden, ich denke, dass sich da tatsächlich auch etwas zeigt, wie ich das am Anfang auch schon gesagt habe, auf so einer europäischen Ebene, und wir könnten jetzt diskutieren, auch diese beiden Wandel, die ich da skizziert habe, inwiefern das halt paradigmatisch sein kann für zwei unterschiedliche politische Projekte, also sagen wir eher so ein liberal-konservativer Mainstream auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt ein national-konservatives, autoritär-populistisches Lager. Sehr interessant, danke. Christian, wahrscheinlich hast du da auch viel darauf zu antworten einfach oder weiterzudenken. Vielleicht kannst du aber in deiner Antwort jetzt auch noch mal ein bisschen den Blick weiten zu der Frage, wie sieht es denn gerade in der europäischen Migrationspolitik auf europäischer Ebene aus? Wir waren jetzt sehr viel in Polen und haben schon so erste Gedanken, wie man das auf die EU übertragen kann. Aber wir hatten ja, die Debatte im letzten Jahr war ja sehr stark durch die Diskussion um das sogenannte gemeinsame europäische Asylsystem geprägt, also den neuen Pakt für Migration und Asyl, und wir haben das alle ein bisschen in Schockstarre wahrgenommen und sind davon ausgegangen, dass das nun die Grundrechte massiv aushöhlen wird.
Inzwischen sind wir aber an einer Situation angekommen, wo wir feststellen, dass dieser Konsens des europäischen Asylsystems so stabil nämlich gar nicht ist, weil doch diverse Staaten schon angekündigt haben, dass sie noch nicht mal die basalen Schritte, die in diesem Solidaritätsmechanismus drin sind, umsetzen würden. Also dass sie zum Beispiel noch nicht mal in einen Fonds einzahlen würden. Insofern ist dieses System, stößt dann auch wieder an seine Grenzen. Und was wir ja gerade beobachten in den Medien aktuell, sind ja diese Debatten um Drittstaatenregelungen, die so nach GEAS gar nicht legal wären. Also sowas wie der Ruanda-Deal, Albanien. Kannst du dazu noch mal so ein bisschen einen Überblick geben und das vielleicht auch verknüpfen mit dem, was bisher gesagt wurde? Ja, ich will es versuchen. Also über das GEAS... Nicht so schnell. Zum GEAS ist ja sehr lange Zeit verhandelt worden, ungefähr 9 Jahre. Einige haben das vielleicht mitbekommen. Das hatte Gründe, dass man sich da nicht schneller einigen konnte. Es gab da bis zum Ende weitgehende Differenzen. Ich hatte es vorhin schon mal angeschnitten. Also ein großer Faktor war die Frage der Umverteilung. In Südeuropa hat man sehr stark darauf gedrängt, dass es Umverteilung geben müsse. In, grob gesprochen, in Osteuropa war man strikt dagegen und wollte nichts davon wissen. Es gab immer schon Stimmen, die gesagt haben, der Pakt, den wir eigentlich brauchen, ist der Pakt, der die Grenzen dicht hält und nicht der die Leute irgendwie verschiebt und irgendwie Geld hin und her schiebt, sondern der, der sozusagen die Grenze zu dem macht, was sie sein soll, eine Grenze, wo nur die durchkommen, denen wir das vorher erlauben und sonst keiner. Die Stimmen sind stärker. Also eine polnische Grenze eigentlich. Ja, also da kommen auch welche durch. Also, ja. Also die Stimmen sind stärker geworden, das haben auch sicher viele mitbekommen. Es ging schon seit einiger Zeit damit los, dass die Genfer Konvention in Frage gestellt worden ist, unter anderem aus Reihen der CDU, wo man gesagt hat, das geht so nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, was wir brauchen sind Kontingentlösungen. Es ist schon längere Zeit vorher, unter anderem von der FPÖ, als sie regiert hat, beim letzten Mal gesagt worden, eigentlich kann es nicht sein, dass wir überhaupt in Europa noch Asylanträge annehmen. Länder, die meinen, Flüchtlinge aufnehmen zu müssen, können das tun. Dann sollen die Leute sozusagen vorher bei sich den Antrag stellen, dann können sie die einfliegen, wenn sie das unbedingt wollen. Aber dass hier einfach jeder kommt und dann nicht mehr abgeschoben werden kann, das muss ein Ende haben. Also diese Haltung ist an sich nicht neu, hat aber in den Monaten nach der Einigung auf das GEAS im vergangenen Winter dann nochmal stärkeren Drive bekommen. Und in dieser Zeit fiel dann auch die Einigung, die es viele überrascht hat, zwischen Italien und Albanien. Italien hat es ja geschafft, die albanische Regierung davon zu überzeugen, 2 Lager einzurichten, in die Menschen gebracht werden dürfen, die auf dem Mittelmeer aufgegriffen werden, für die Dauer ihres Asylverfahrens. Das soll nur 4 Wochen dauern, ist sehr zweifelhaft, ob das gelingt. Aber die Vorstellung ist, Italien fischt die Menschen auf dem Mittelmeer ab, bringt sie nicht nach Italien, sondern lässt sie eben für das Asylverfahren in Albanien und schiebt sie gegebenenfalls von dort aus entweder ab oder lässt sie nach Italien weiterreisen, wenn sie anerkannt sind. Die Idee war sehr, sehr alt, schon Anfang der Nullerjahre haben Großbritannien, Deutschland sowas aufgebracht. Der damalige bayerische Innenminister Beckstein hat unter anderem vorgeschlagen, dass er die Bundeswehr in Nordafrika Lager betreiben könnte, die man Menschen erstmal hin abschiebt. Dann kann man gucken, ob die überhaupt einen Asylanspruch haben und sie gegebenenfalls zurückholen. Oder man wendet sich, bevor man übers Mittelmeer fährt, dann dahin. De Maizière, Seehofer hatten solche Vorstellungen. Der Afrika-Beauftragte von Angela Merkel, Günther Noke, hat vorgeschlagen, in der BZ 2018 Territorium zu kaufen von afrikanischen Regierungen und da dann Flüchtlinge in europäisch gemanagten Städten anzusiedeln, sodass sie nicht herkommen. Und man hat auch immer wieder in Afrika angeklopft für so ein Modell, wie es jetzt in Albanien laufen soll, namentlich in Tunesien, aber auch anderswo. Und die Reaktion wäre immer die gleiche, das machen wir nicht, wollen wir nicht. Es gibt einen Beschluss der Afrikanischen Union dazu, der das also ablehnt, weil die Länder immer der Auffassung waren, also erstens ist das ein kolonialistisches Vorgehen und zweitens wird es darauf hinauslaufen, dass nur sehr wenige anerkannt werden und nach Europa kommen und die meisten dann irgendwie bei uns festsitzen, weil die nicht abgeschoben werden können. Das machen wir nicht mit. Albanien hat es dann jetzt also geschafft. Viele Fragen sind da offen. Eine zum Beispiel, die Rechtsauffassung hat sich durchgesetzt, dass man das machen darf mit Menschen, die noch nicht auf EU-Territorium waren. Wenn sie erstmal hier gewesen sind, ist es nicht mehr möglich, sie sozusagen vor der Prüfung woanders hinzubringen. Es gibt Juristen, die das anders sehen, aber die sozusagen auch von Italien angenommene Position ist, man darf es machen, solange die noch nicht in der EU waren. Eine große offene Frage ist, wie entscheidet man auf hoher See, wer in dieses Verfahren soll? Die Italiener haben gesagt, vulnerable Gruppen, Behinderte, Schwangere,
Frauen, Minderjährige kommen da nicht hin. Diese Vulnerabilität festzustellen, ist wohl nicht möglich auf hoher See. Und es ist sehr weit vom zentralen Mittelmeer bis zu dieser nordalbanischen Hafenstadt. Das sind ungefähr 1000 Kilometer. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sozusagen für jede kleine Gruppe, die da nach einem Schiffbruch aufgegriffen wird, da jedes Mal ein Küstenwachenschiff 1000 Kilometer hin und zurück schicken. Nach Italien bringen dürfen sie nicht. Wo werden sie die lassen? Das ist eine große ungelöste Frage. Das hat aber nichts daran geändert, dass es eine starke Sogwirkung gegeben hat, seitdem es diesen Deal mit Albanien gab und auch hier in Deutschland mehr gesagt haben, aha, die Italiener schaffen das auch, warum machen wir das auch nicht? Die Union hat zu der Zeit schon ihr neues Grundsatzprogramm diskutiert und da einen sehr viel weitergehenden Vorschlag aufgenommen, nämlich ein Modell, das sich im Wesentlichen an dem orientierte, was Großbritannien bis zum Regierungswechsel jetzt kürzlich mit Ruanda vorhatte. Es geht weiter als dieses Albanien-Modell, denn es soll die Menschen nicht nur fürs Asylverfahren in den Drittstaat bringen, sondern auch dauerhaft die Aufnahme sozusagen, die Aufnahmeplätze sozusagen diesen Ländern abkauft. Menschen sollen dauerhaft dort bleiben und Großbritannien oder eben in dem Fall Deutschland zahlt. Das ist seit 2 Monaten jetzt Teil des Grundsatzprogramms der CDU. Und sozusagen im Zuge dieser Diskussion hat die Europäische Volkspartei, die EPP, sich diese Position zu eigen gemacht. Man hat auch versucht, von der Leyen in der sozusagen Diskussion um sozusagen ihre Wiederwahl darauf festzunageln. Und es gab eine Reihe von Besuchen deutscher Politiker jetzt in Ruanda. Die CDU hat Senegal und Ghana genannt, die da als mögliche Länder eben in Frage kommen. Und das verkennt völlig, dass es in Afrika seit jetzt einiger Zeit schon eine sehr, sehr starke Abwendung vom Westen gibt, unter anderem einhergeht mit einer Hinwendung zu Russland. Es gilt insbesondere für die Sahelstaaten, aber auch andere. China ist sozusagen ein großer Player und auch wieder als Partner zunehmend gesehen und die EU eben in zunehmendem Maße nicht mehr. Da jetzt zu hoffen, dass man es schafft, ein Land zu finden, dem man dauerhaft sämtliche in der EU ankommende Menschen sozusagen für die Asylaufnahme sozusagen zuschieben kann, ist sehr illusorisch. Es ist denkbar, dass es gelingt, ein Land zu finden, dem man so ein symbolisches Kontingent abkaufen kann, wenn der Preis stimmt. Also vielleicht haben es einige mitbekommen, Großbritannien hat 370 Millionen Pfund sozusagen als Anschubfinanzierung gezahlt. Es ist ja noch niemand dahin gebracht worden, aber diese Summe ist sozusagen erstmal, um das Ganze festzuklopfen, überwiesen worden in 2 Tranchen. Und ich denke, bei solchen Summen wird dann möglicherweise die eine oder andere Regierung in einem überschaubaren Maße vielleicht eine 4-stellige Zahl von Plätzen bereitstellen. Aber diese Behauptung, man könnte sozusagen dauerhaft die Flüchtlingsaufnahme der gesamten EU nach Afrika externalisieren gegen Geldzahlung, ist eine Luftnummer. Das ändert aber nichts daran, dass der politische Drive jetzt schon in diese Richtung geht. Also bei den Grünen hieß es jetzt vor kurzem, das läuft ja in Albanien. Da ist es jetzt schwierig, immer bei allem dagegen zu sein. Da muss man natürlich gucken, wo man mitgehen kann, obwohl es in Albanien noch gar nicht läuft. Die wollten eigentlich im März die Lager fertig haben und im Mai starten. Das zieht sich wahrscheinlich bis Ende des Jahres und es ist sehr fraglich, wie dann die praktische Umsetzung ist. Aber sozusagen die politische Stoßrichtung, die geht natürlich ein bisschen dahin. Die Union hat jetzt mehrfach klargemacht, wenn nächstes Jahr nach den Wahlen sie die Regierung übernimmt, ist sie fest entschlossen, das also durchzuziehen. Und müsste aber eigentlich auch zur Kenntnis nehmen, dass der Migrationsbeauftragte der Ampel, der Anfang 2023 ins Amt gekommen ist, Joachim Stamm von der FDP, schon sozusagen im Sinne des Koalitionsvertrags der Ampel seit geraumer Zeit versucht, ein Land zu finden, in dem deutsche Asylverfahren abgewickelt werden können. Dass die Prüfung sozusagen dieser Möglichkeit ist im Koalitionsvertrag drin. Stamm hat das, als er das Amt angetreten hat, gesagt. Und bis jetzt aber ohne Erfolg. Also das haben andere auch schon probiert. Wie gesagt, Meloni ist ein großer Sonderfall. Und auch, dass Ruanda sich damit Großbritannien eingelassen hat, hat einfach mit der enormen Summe, die da auf dem Tisch lag, für wenige Plätze zu tun. Es ist nicht damit zu rechnen, dass da jetzt also in näherer Zukunft es da größere Erfolge in dieser Richtung gibt. Und das hat auch damit zu tun, dass diese ganze Form der, sozusagen des Migrationsmanagements in Afrika auch zunehmend als als sehr kolonialistisches Projekt gesehen wird. Also nur ein Beispiel. In Mauretanien hat es jetzt im Frühjahr die Erneuerung von seit langer Zeit
bestehenden Abkommen gegeben, in denen es nicht darum geht, Menschen anzusiedeln, sondern nur sie sozusagen als Kettenabschiebung aus Richtung der Kanarischen Inseln, aus Richtung Marokko, durch Mauretanien, durch, dann weiter nach Zentral- und Westafrika zu schieben. Die Erneuerung dieser Abkommen hat in der mauretanischen Öffentlichkeit dazu geführt, dass sofort das Gerücht aufkam, aha, wofür kriegen wir denn dieses ganze Geld? Die EU will sozusagen in Massen subsaharische Migranten hier bei uns ansiedeln, will die bei uns abkippen, wie in Albanien auch. Das war sozusagen sofort da in den sozialen Medien das Gerücht, und die Regierung und auch die EU muss sich da sozusagen bemühen, dann offen zu legen, worum geht es in diesem Memorandum, was sie gemacht haben. Es ist eigentlich nur weiterhin sagen dieser Transit- und Abschiebungsdeal, es geht nicht um Ansiedlung, aber das hat gezeigt, wie stark sozusagen die Kritik und auch das öffentliche Bewusstsein in Afrika dafür gewachsen ist, dass es da diese Ideen gibt in Europa und wie schwierig das ist, das politisch durchzusetzen in einer Zeit, in der insgesamt sozusagen antikoloniale Haltungen sehr viel stärker geworden sind. Dass der CDU-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frey gesagt hat, na, Senegal kann man noch probieren, Senegal ist doch ganz stabil, mit denen verstehen wir uns doch ganz gut, verkennt wirklich komplett die Lage in Senegal. Die neue Regierung, die jetzt seit einigen Monaten im Amt ist, ist mit explizit antikolonialer Rhetorik, hat die Wahlkampf gemacht und ist auch angetreten, ist auch gewählt worden dafür. Der politische Druck ist sozusagen in der Elite sehr stark, sozusagen den Bruch mit dem Westen zu suchen, wie das auch in Burkina Faso oder Mali der Fall war. Die Regierung hat da eher so eine moderate Position, will die Gasverträge neu verhandeln, Rohstoffverträge neu verhandeln. Sie will sozusagen nicht den Bruch, aber sich in dem Maße sozusagen nach europäischen Wünschen zu richten und so weitgehende Dinge auf sich zu nehmen, das wird so nicht kommen. Interessant. Jens, wenn du das hörst, sind wir eigentlich schon an dem Kipppunkt? Also in Bezug jetzt mal auf eure Forschung zu Polen, aber auch zu der Verschiebung nach den Europawahlen, die Christian auch dargestellt hat, und jetzt auch der Migrationspolitik. Wie würdest du das fassen? Was sind da deine Überlegungen zu autoritären Kipppunkten? Wo sind sie vielleicht schon erreicht? Wo gibt es noch ein Zurück? Wo auch nicht? Also ich hätte jetzt erstmal eine vielleicht ein bisschen technische Perspektive auf den Begriff von Kipppunkten, die aus dem hervorgeht, was ich gesagt habe zu sanften Autoritarismus und was das für Veränderungen sind. Da würde ich sagen, man hat einen Kipppunkt erreicht, wenn diese Veränderungen in den Mechanismen, die eigentlich dafür Sorge tragen sollen, dass Regierungen abgewählt werden können, also sagen wir im Justizwesen, eine Medienpluralität, dass Oppositionspolitiker nicht in ihrer Würde völlig zerstört werden dürfen, dass die Wahlbehörde, unabhängig ist, dass Wahlkreise nicht so gestaltet werden, dass immer klar ist, wer gewinnt und so weiter und so fort, dass Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht nicht in einer Art und Weise kombiniert werden, dass immer die Regierungspartei gewinnt und so weiter und so fort. Das heißt also, meine erste Perspektive auf die Kipppunktfrage wäre die zu sagen, wenn die Veränderungen in all diese Mechanismen, die ich gerade exemplarisch skizziert habe, so stark sind, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, eine Regierung abzuwählen, dann hat man einen Kipppunkt erreicht, würde ich sagen. Und diesen Kipppunkt hat man offensichtlich in Ungarn erreicht beispielsweise und in der Türkei erreicht, aber in Polen nicht. Ja, also in Polen sind diese Veränderungen in diese Mechanismen nicht so stark gewesen. Zum Beispiel hat man das Wahlrecht nicht so, also um es jetzt andersherum zu sagen, ja, warum eigentlich? Ja, da könnte man sagen, dass zum Beispiel man konnte das Wahlrecht nicht so ändern, wie das in Ungarn der Fall gewesen ist. Es ist nie gelungen. Man hat zwar die öffentlich-rechtlichen Medien in wirklich absurde Propagandamaschinerien umgewandelt, aber es ist nicht gelungen, private, kommerzielle, in amerikanischen Besitz sich befindlichen Medienunternehmen, die total wichtig sind so für die politische Berichterstattung, auch so die zu dominieren. Ja, es ist auch nicht gelungen, Qualitätsprintmedien sich unterzuordnen. Das heißt, es ist nicht in dem gleichen Ausmaß wie in anderen Ländern gelungen,
die Medienpluralität zu zerstören, wobei man muss immer wieder sagen, sie haben die öffentlich-rechtlichen Medien sich komplett untergeordnet und halt zu einseitigen Propagandamaschinerien gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, man könnte erstmal so ein bisschen technisch durch diese verschiedenen Mechanismen und Institutionen hindurchgehen, die innerhalb einer Demokratie dafür Sorge tragen, dass die Leute, die über uns Macht ausüben, zur Rechenschaft gezogen werden können. Ja, und wenn diese Mechanismen so beschädigt sind, dass das nicht mehr funktioniert und man diese Leute nicht mehr losbekommt auf demokratischen Wege, dann wäre für mich ein Kipppunkt erreicht. Und jetzt könnte man durch verschiedene Sektoren nochmal hindurchgehen. Zum Beispiel, ich denke, Medien sind wichtig, da wäre für mich so ein Kipppunkt erreicht, wenn es einer Regierung gelingt, den öffentlichen Diskurs so zu fluten, dass man gewisse Themen, zum Beispiel das Thema Migration, eigentlich nicht mehr kritisch, progressiv, also lösungsorientiert diskutieren kann. Also sagen wir, sind wir da schon? Also ich schaue immer... Also ich habe jetzt in der Zeit, wo ich zu Polen geforscht habe, mir eigentlich Abend für Abend halt die Nachrichtensendung des polnischen öffentlichen Fernsehens angeschaut, das im Großen und Ganzen so war, dass irgendwelche affektiv unterlegten Narrative Abend für Abend wiederholend quasi ins Land herausgesendet worden sind. Und das waren dann sehr häufig Migration und diese Stürme an der Grenze, also die Stürme von Menschen, die da gerade jetzt, im Begriff stehen, Polen halt zu stürmen. Das kann aber auch mal sein, dass die LGBT-Bewegung, die internationale LGBT-Bewegung, gerade die polnische Familie zerstören will. Also solche Narrative wurden dann mitunter, ohne dass was Besonderes passiert ist, Abend für Abend mit fortlaufend erzählt und mit dem Ziel, Affekte aufzurufen. Und wenn man wenn ich mir das anschaue und dann danach vom Fernsehen geschaut habe und mir die Tagesthemen angeschaut habe, dann muss ich sagen, es gibt einen sehr zentralen Unterschied. Und es gibt auch einen guten Grund, das zu verteidigen. Also insofern würde ich sagen, von dieser Perspektive her sehe ich nicht, dass die Räume so komplett, die Diskussionsräume so stark mit diesen affektiven Narrativen besetzt sind, wie das beispielsweise der PiS-Regierung in Polen gelungen war. Also es ist so eine graduelle Antwort, würde ich sagen. Ja. Katarzyna, you're still in translation. Yeah. Okay, so... Could you follow? Yes, I am. Quite nice. Good. Yes. Maybe you can, because I think you're the one with the perspective really from the ground, and maybe you can just share your perspective on these questions. Yeah, okay, so I think that it's worth to mention that about the changes that have been done after the accident occurred at the border zone. So it was in May. So then after May, because at the end of May, one Polish soldier was stabbed by migrant. So it was officially said that it was stabbed by migrant, but of course no investigation and no documentation process. So we don't know by who, and we are aware that there is a lot of, let's say, provocation at the border and so-called the narration of hybrid war and coping that narration. By itself, it's the example of instrumentalization of the people, because then we are not talking about human beings, about the forced migration, but we are talking about the bullets in the hands of Lukashenko or in the hands of Russia. And unfortunately, in the context of the narration changes, it was no changes after the election, because the Donald Tusk government is also using that narration. So what I mentioned before, it's that a lot of people occurred at the border in May. So it was tried to hide them from the public opinion. So that event was used also to really make a really fast changes to implement that amendment to allow the soldiers to use the guns without
criminal liability, and also to put that temporary ban and no-go zone. And I think that maybe it would be good to mention some quotations, and this is about what Donald Tusk say about it, and also how it is connected with the European Union perspective also, which is historically, I think that we reached that point in 70s. So we switched that, we didn't even not aware about that, because the Geneva Convention, when we are talking about the migration, this document was established after the war. So in the 50s and in the 60s, the migrants were treated, let's say, from the humanitarian approach, that we need to help, we need to support. And the swift to securitization of migration occurred at the 70s after the crisis. And this is also, let's say, a really interesting discussion, because in 70s it was the first time when in discourse the slogan illegal migrant and illegal migration occurred. But going back to the Polish border, and why I mentioned this, because this is the historical context why it's so easy to just stick together the subject of security and the subject of migration. Because this is, let's say, long story, that it's not even visible for a lot of people, and also for politicians, because it's obvious that it's also, let's say, a really catchy slogan, we need to secure country. So there is no such a thing like a discussion about security, because it's in our it is our need. So the media reaction was that okay, Polish soldiers stopped at the border. There is a reaction from the head of NATO. Then soldiers and officers defend our border by risking their lives. The wounded soldier is being well taken care of, and so his family. We have directed additional forces at the border, and we have to be prepared. We can't catch up with reality, because it is different than it used to be. Neither the constitutional nor our laws have predicted something like this. That our neighbor country will organize a massive scale smuggling, raping our borders, including sometimes with weapons and violence. So there is a need to use any possible means to protect the country, even the weapons and so on. So that May and June was really, let's say, going back, commented by the human rights defenders and also by the people who are working on the border, like a switch to even worse narration than a peace. And this, because after that, okay, they are kind of more, the strategy and the tactics are kind of different, because, for example, they don't announce the state of emergency, but they implement amendment to the law that soldiers and state officials can use guns in whole territory, not only in the border, and without criminal liability. So this is the problematic thing. And actually, this is also, I mean, in my opinion, it's really connected with that politicization of migration in the context of security. And with complete chaos, and maybe on the end I would like to refer also to Migration Pact, because in the context of Migration Pact, indeed, when we will analyze the Migration Pact by itself, it's about the closing the borders and externalization of the borders. And actually to give the money, like it's similar to EU-Turkey deal, and there is in result, how to create the hotspots with, and how to, let's say, if people will be granted to have the access to migrate somewhere, maybe only we will choose, because in Poland it's also really, let's say, really popular, the narration of populist capitalism, that we need some sort of migrations, yes?
So what Silvia Federici said, that even the right-wing, really right-wing government will not put the wall without any entry. And that's why, and we had also during the peace, and now it's publicly discussed, the other political scandal, which is connected with the peace politicians who were selling the visas, because of the economy and cheap labor force and exploitation. So it can be also like that. And in the Polish context, it's what we can expect. It's only the externalization and deal with the border with the Belarusian regime. So it doesn't look nice. Yeah, sehr interessant. Okay, ich glaube, weil die Zeit so fortgeschritten ist, fände ich es einfach spannend, wenn ihr jetzt aus den verschiedenen Analysen, die wir hatten, nochmal alle drei versucht abzuleiten, wo wir gerade stehen und wie es weitergehen soll. Also was gibt euch eigentlich auch Hoffnung da drin? Was gibt es für Wege, um vielleicht Autoritarismus in irgendeiner Form abzuwenden? Und sind wir überhaupt an dem Punkt, zumal Christian, du hast ja zum Beispiel, bist ja ein großer Kritiker des Kipppunktebildes und es gibt uns ja vielleicht auch die Möglichkeit, in die Richtung nochmal weiterzudenken. Vielleicht magst du einfach mal aufzeigen, was du denkst, was es gerade an wichtigen Praktiken gibt, auch in diesem Bereich und was es gerade braucht in so einer doch recht komplexen Gemengelage, die du ja schon angefangen hast zu schildern. Also was so die Migrationspolitik angeht, da gibt es ja auf Seiten der Innenminister eigentlich seit vielen Jahren irgendwie die Vorstellung, also wenn wir das jetzt irgendwie noch machen oder wenn wir das jetzt noch irgendwann machen, dann haben wir es im Griff. Dann kommt sozusagen der Zustand, in dem wir schaffen, die irreguläre Migration sozusagen weitgehend zu kontrollieren und dass tatsächlich dann nur noch die kommen sollen und dass mein Migrationsmanagement greift und funktioniert. Und da hat die Vergangenheit gezeigt, dass das nie gelungen ist. Und ich finde, dass Meloni da sozusagen das entscheidende Beispiel war. Der politische Wille war da, glaube ich, sagen maximal da. Meloni hat Wahlkampf gemacht gegen Matteo Salvini mit der Behauptung, der sei zu lasch. Der würde sozusagen nicht weit genug durchgreifen und hat auch die Möglichkeit in den Raum gestellt, das Militär zu schicken und damit also mit Militärbooten die Flüchtlinge aufzuhalten. Und wie man weiß, ist das so nicht geschehen. Die Zahlen sind nicht hochgegangen, sondern runter. Das hat eine Reihe von Gründen und ich würde sagen, das hat nochmal deutlich gemacht, dass die Behauptung, man kann das irgendwie mit politischer Technologie sozusagen alles in den Griff kriegen, auch mit Gewalt, das ist so nicht realistisch. Insofern ein Kipppunkt in der Migrationspolitik in dem Sinne, dass die Möglichkeit, hier noch herzukommen, einfach aufgehoben ist, der ist, glaube ich, nicht in Sicht. Was natürlich aber sozusagen zunehmen kann und auch zunehmen dürfte, ist die Gewalt, die eingesetzt wird bei dem Versuch. Das ist ja auch sozusagen ein Prozess, den man seit langer Zeit beobachten kann. Ich würde das aber eher als Kontinuum sehen sozusagen. Je stärker man das versucht, desto mehr Gewalt gibt es, desto mehr Leid und desto mehr Entrechtung gibt es. Aber ich würde das sozusagen nicht als den einen Cut beschreiben, sozusagen, wenn sie das jetzt noch machen, dann ist es sozusagen vorbei und dann ist sozusagen das Ende der Einwanderung. Denn, das muss man auch dazu sagen, die Zahlen sind ja nicht runtergegangen, sondern hoch, obwohl man immer mehr sozusagen Ressourcen aufwendet, sich immer neue Strategien ausdenkt, immer weiter die Gesetze verschärft hat, weil der Effekt nicht, es kommen weniger an, sondern es sind mehr angekommen. Das muss man da sozusagen auf der anderen Seite in die Betrachtung einbeziehen. Zu dem Kipppunktebegriff, also ich habe da so ganz kurz gefasst, daran die Kritik, dass es die Erwartungen an das unmittelbare Handeln überfrachtet und dadurch auch entmutigt. Also ich glaube, dass wenn man mit diesem Kipppunkt, der in der Naturwissenschaft, in der Klimawissenschaft seine Berechtigung haben mag, das weiß ich nicht, aber also unterstellen mal, dass er das da tut, wenn man das versucht, das auf soziale und politische, gesellschaftliche Prozesse so zu übertragen, eins zu eins, dann ist die Behauptung ja ungefähr so, also wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Dinge aufzuhalten, dann tritt ein Zustand ein, in dem wir sozusagen das unwiderrufliche Übel dann haben, mit dem wir dann auf Dauer leben müssen. Das ist ja sozusagen die Logik, die da drin steckt. Und ich finde, dass das also so von der auch Empirie der vergangenen Zeit so nicht gedeckt ist und dass es vor allem aber auch den strategischen Haken hat, dass Menschen denken, ja,
klappt ja offensichtlich nicht, dann kriegen wir jetzt wohl Faschismus, und sich dann sozusagen abwenden. Und man sieht das zum Beispiel gut in der Medienrezeptionsforschung, wo vor einigen Jahren immer noch von Nachrichtenmüdigkeit die Rede war. Es ist jetzt Nachrichtenvermeidung, News Avoidance, das Schlagwort. Die Leute wollen keine Nachrichten mehr lesen, weil es irgendwie alles so schlimm ist und sowieso nichts mehr bringt. Und sozusagen, wenn dieser Befund und dieses Gefühl zunehmen, man kann da eh nichts mehr machen, dann hat das natürlich zur Folge, dass Leute nicht mehr motiviert sind, sich sozusagen in politische Auseinandersetzungen einzubringen, sich zurückziehen ins Private, die Kämpfe nicht mehr führen wollen, weil die sozusagen verloren gegeben werden. Und ich glaube, dass da der sozusagen strategische Fehler drinsteckt, wenn man diesen Kipppunktbegriff so sehr in den Vordergrund stellt, sagt, ja, das Klima kollabiert, das ist sozusagen schon gegessene Sache, und der Faschismus kommt auch, die liberalen Demokratien kollabieren, ja, dumm, aber das ist dann wohl so. Also der Fatalismus, der sozusagen da drinsteckt, wenn die Möglichkeiten überdeckt werden, dem sozusagen was entgegenzusetzen, zivilgesellschaftlich, politisch, aber vielleicht auch sozusagen, ja, auf einer höheren Ebene, das nimmt sozusagen viel an politischem Spielraum. Und ich finde auch, dass sozusagen auch jetzt die jüngere Vergangenheit zeigt, es ist alles immer nicht so gesagt. Also von Brasilien ist heute nicht geredet worden bisher. Ich hatte also persönlich bei Bolsonaro auch gedacht, den kriegt man da nicht wieder weg. Das wäre eine Militärdiktatur, der lässt sich da nicht wieder sozusagen aus dem Amt entfernen, und siehe da, es ist dann doch so gekommen. Das ist natürlich alles nicht ohne sozusagen, ja, auch ohne Schäden, die sind ja auch jetzt hier beschrieben und angesprochen worden, gesehen, aber die Annahme, das ist ein Prozess, der sozusagen, wenn er nicht jetzt aufgehalten wird, unumkehrbar ist, und es kann sozusagen nur noch in die eine Richtung gehen, und man muss dann sozusagen auf Dauer mit diesen Katastrophen leben, da finde ich jetzt gute Gründe dafür, das zurückzuweisen. Das klingt gut. Jens, was glaubst du, was braucht es? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es immer mehr sich zuzieht, oder siehst du auch, wie Christian, dass es doch viel Wandlungspotenzial noch gibt? Also ich glaube, dass wir jetzt, wenn wir jetzt mal in so einer zeitlichen Spektrum von 10 Jahren denken, uns daran gewöhnen müssen, mit diesen autoritär-populistischen Kräften uns auseinanderzusetzen. Und ich würde auch sagen, den Kampf aufzunehmen. Also ich verstehe deine Perspektive, aber ich finde, dass man diese Kipppunkt-Perspektive eigentlich auch umdrehen kann und sagen, es gibt eine ganze Reihe von Kämpfen, die wir bereit sein müssen einzugehen. Ja? Also zum Beispiel Kämpfe um unabhängige Medien, Kämpfe darum, dass diese Menschen nicht, diese Gruppierungen nicht die Institutionen unterwandern beispielsweise und für ihre Sinne, in ihrem Sinne dann nutzen können. Auch zum Beispiel, mir macht durchaus das französische Beispiel ein Stück weit Hoffnung, weil ich den Eindruck habe, dass man da verstanden hat, dass es gewisse Taktiken braucht. Und ich glaube, das ist auch etwas, gewisse Taktiken, um Kipppunkte zu vermeiden. Also mit wem arbeiten wir jetzt zusammen? Mit wem sind wir in der Lage, Allianzen einzugehen? Und gelingt uns das vielleicht auch relativ schnell und pragmatisch? Das hat mir eigentlich Hoffnung gegeben, weil ich glaube, das braucht es. Ja, solche Taktiken, situative Allianzen einzugehen, um dann in einem gegebenen Wahlsystem, das ist, wie es ist, doch diese Leute von der Macht wegzuhalten. Ja, das gibt mir beispielsweise durchaus Hoffnung. Und da könnte man vielleicht versuchen, das auch ein Stück weit zu systematisieren. Was sind das für Taktiken? Ich glaube, in Polen gab es auch Disziplin zwischen verschiedenen oppositionellen Gruppierungen erstmal auf das Ziel hin, diese Regierung, die rechte Regierung, wegzubekommen von der Macht. Und jetzt steht man halt da und man hat die Regierung von der Macht wegbekommen. Und es geht in die Richtung, wie wir es jetzt gehört haben. Aber das sind, glaube ich, schon auch so Momente, die man, über die man reflektieren sollte. Taktik, Disziplin und so weiter, um halt doch das Ziel, so einen Prozess umzudrehen, ja, nicht aus den Augen zu verlieren.
Jetzt mit den, was ich noch auch sagen wollte zu den Mauern, was ja interessant ist, ist, dass sich auch die Zahlen an der belarussisch-polnischen Grenze eigentlich durch diesen Mauerbau nicht verändert haben. Und das ist auch ein bemerkenswerter Befund. Und das kann man, glaube ich, da kann man Hoffnung draus schöpfen oder kann man sich sagen, was braucht es noch alles? Ne? Weil wir sind ja in diesem Überbietungswettbewerb, was es nicht noch alles braucht, damit die Grenze endlich dicht ist. Also man kann es in zwei Richtungen lesen, finde ich. Also geht das jetzt in so eine Richtung, dass immer noch mehr, also wir haben es gehört, Schusswaffengebrauch und so weiter und so fort, eingefordert wird, weil es ist so offensichtlich, zum einen, dass diese Befestigungen, diese Militarisierung nicht zu dem erklärten Ziel führt, ja, Migration zu verhindern. Und zum anderen, wie du das ja auch nochmal wunderbar ausgeführt hast, dieses Ruanda-Modell, es ist so teuer, so kostenintensiv und letztlich auch so, wie soll man sagen, logistisch so aufwendig und in einem gewissermaßen absurd. Und da bin ich mir halt nicht sicher, kann man daraus Hoffnung schöpfen im Sinne von irgendwann muss das doch klar sein, dass das in diese Richtung nicht weitergehen kann, oder muss uns das eigentlich Sorge bereiten, dass in diesem Überbietungswettbewerb, in dem wir uns befinden, dass da immer mehr gefordert wird an Repressionen, an restriktiven Maßnahmen. Mm-hmm. Katharina, you are one of the people who are actually... I mean, you are one of the people who actually have quite a good tactic on how to defeat right-wing policies, I must say. So, I mean, you are engaged on various level on the ground in practical solidarity, and but also strategic litigation, keeping open the spaces, the legal spaces, and there's a lot of practices, and in a way, you partly won in Poland, and you partly lost regarding the border. So, help us as a last speaker from abroad, what should we do? I don't know if I will help, because we won on the domestic courts and the European courts for human rights a lot of cases, and still we are, still we are doing this, but still the policy didn't change. So we have kind of, I'm sorry to use that word, but we have a kind of Monty Python reality in Poland. Because pushbacks, it was attempt to legalize pushbacks, and they are conducting, the state officials still conducting them in, let's say, undocumented, illegal way. It was attempt to legalize pushbacks, we are calling this, but still we have more than 10 cases from the domestic courts that pushbacks are illegal, and the provision of humanitarian aid is a need and it's necessary. It's our obligation. So I think, to sum up, I mean, maybe the idea, instead of, strategy and tactics and so on, but on the narration, I think that we need to go back to the humanity approach done and unconnect securitization and fear from the migration policy. And from the discussion about migration, because of course, what you said, the militarization, there is no connection with security. There is a rising number of violations, also in the domestic level towards citizens of each national country, and the result is also creating the gray zone. And more danger, which is more danger for people on move. And I think that maybe, that humanitarianism is also the current regulations, the international law regulations, the universal human rights, and also according to the economic situation of the European Union, it's also really for me really interesting when we reach the tipping point, if we use the definition of the tipping point, because I think it was in 2015, the Geneva Convention. I thought in the 70s. No, yes, in the 70s, in the tipping point in our minds, because then but in the legal, from the legal point of view, Geneva Convention is the universal. But in 2015,
on the so-called Balkan Road. The Balkan Road have been shut, have been closed, and it was the, we were facing the segregation of people according to nationality who will have the access to the asylum procedures. So actually, I think that we, from the 70s, from the 2015, but you know, this is the, in my opinion, the thing is that we need to, we are in the situation that we need to act and we need to decriminalize the universal need to just protect other people, and we need to shift to more, let's say, solidarity beyond the national borders. That's a very, very nice last word, and because you're sticking up the solidarity. So I think I would now see if there's any questions in the auditorium or some comments. Anybody would like to react? I see one person at the back. An wen geht's? Aussuchen. Okay, dann würde ich einmal in Deutsch starten. Erstmal vielen, vielen Dank für die vielfältigen Perspektiven, die spannenden Analysen von Ihnen. Und meine Frage wird vor allem die letzte Runde betreffen, wo es um die größeren Linien geht. Das finde ich sehr spannend im Angesicht von relevanten Akteuren, die die Bereitschaft zeigen, die Grundfeste von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie komplett abzuschaffen. Und in manchen Ländern ist es ja auch durchaus gelungen, ist, wie Ungarn und Türkei angesprochen. Inwieweit würden Sie es so sehen, dass der Erhalt der alten Mitte-Konservativen und Mitte-Linksparteien essentiell ist zur Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegen rechtsextreme Akteure, gerade in Bezug auf das Beispiel Polen, wo mit Tusks Plattform sich eine liberal-konservative Parteienlandschaft erhalten hat, die in anderen Ländern marginalisiert ist, wie beispielsweise Italien oder zum Teil auch in Frankreich, wo die Republikaner quasi keine Rolle mehr spielen und sich den Rechtsextremisten aus einer Position der Schwäche heraus anbiedern. Genauso gerne auch in den Ländervergleich treten. Sie hatten die Allianzbildung als erfolgreiches Modell angesprochen in Frankreich. Über mehrere Grenzen, Sozialdemokraten, Grünen, Kommunisten, bis hin zu der quasi Allianzbildung, dass man sich abspricht, wer ist jetzt Kandidat, Macrons Partei oder Linksbündnis. Wie essentiell sind diese Allianzbildungen über Parteigrenzen hinaus, aber auch der Erhalt der alten Parteien zur Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Falls es noch weitere Fragen gibt, würde ich sammeln. Ansonsten ist da auch sehr viel drin, würde ich sagen. Wer mal, da ist noch eine. Ja. Eine kleine Frage. Warte, Moment, mit Mikro bitte. Noch eine kleine Frage, weil das jetzt nicht so vorkam. Die Frage ist vor allem, ja, wie kommt es, dass es so wenig Gegenvisionen gibt in den Parteien? Weil es geht dann immer nur darum, wie könnte man es vielleicht doch irgendwie machen, dass es okay ist, die Leute abzuschieben, aber was ist denn, wo sind denn die anderen Visionen? Das fehlt, also fehlt mir in vielen Themen. Und da würde mich auch interessieren, ob es da irgendwie eine Erklärung gibt dafür, wie es dazu kommt. Ja. Noch eine Frage da vorne. Ja, ich würde noch mal einen anderen Aspekt nachfragen wollen, und zwar wurde ja sehr viel von dir gesagt, dass, sag mal nochmal deinen Namen bitte. Jens Adler. Ja, Jens. Dass man da diese Kipppunkte da auch von dieser systematischen Seite entsprechend genau betrachten muss und dann entsprechend daraus Maßnahmen abzuleiten. Ich finde aber, die Argumente sind so ein bisschen unfair verteilt. Nämlich auf der einen Seite, im rechtsextremen Lager, wird die emotionale Säule sehr stark bespielt, die ist viel leichter abrufbar. Und auf der Seite, die, sagen wir mal, die Demokratie fördert, die für Menschenrechte einsteht, die für Ideale eintritt, die eben auch das, was du gerade schon gesagt hast, dafür sorgt, dass eben über die Grenzen hinweg Solidarität entsteht, das Lager wird nicht emotional bespielt. Und wie und wer tritt denn eigentlich dafür ein, dass für diese Vision
eigentlich, und das greift so ein bisschen deinen Punkt auf, eben, wer trägt da Verantwortung? Also die Politiker, die gehen den leichten Weg. Die scheinbar nicht, aber wer sonst? Noch eine vierte wäre möglich, ansonsten gerne, wer möchte zuerst antworten? Christian, los. Also vielleicht auf die erste Frage, ich finde, dass die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, also ohne die Parteien wird es nicht gehen. Also ich würde sagen, es steht und fällt mit den Konservativen. Also wenn die umkippen, dann ist der Weg offen. Das war in der Vergangenheit so und das ist auch jetzt so. Und sozusagen auf der Linken, das geht dann so ein bisschen auf die zweite Frage dann ein. Klar brauchst du sozusagen Gegenvisionen und was, finde ich, so die Migrationspolitik angeht. Da ist es nach meiner Wahrnehmung nicht so, dass es die nicht gäbe. Aber die dringen irgendwie nicht mehr durch. Also es gibt sozusagen bis zum Abwinken Vorschläge für progressive kommunale Aufnahmepolitik, sozusagen auf nationaler Ebene. Es gibt einen sozialdemokratischen Think Tank für progressive Migrationspolitik auf EU-Ebene. Es gibt eine unüberschaubare Zahl an zivilgesellschaftlichen Initiativen, die für alle Teilbereiche, sei es Seenotrettung, sei es lokale Aufnahme, Integration, Qualifikationsanerkennung, Vorschläge sozusagen ohne Ende machen, die gibt es. Es ist überhaupt nicht so, dass, dieses, dass dieser Bereich nicht sozusagen bespielt würde oder bewirtschaftet würde, aber es ist sehr schwer, damit durchzudringen. Das andere ist sehr stark. Ich glaube, dass das viel mit sozialen Medien zu tun hat. Also der Raum ist da einfach, finde ich, stark mittlerweile beansprucht von Rechtsextremen, die eine echt effektive Social-Media-Strategie haben und sich da wirklich breit gemacht haben. Und genau, also ich würde sagen, dass es weniger eine Frage ist von einem Mangel an Ideen, als von einem Mangel an Reichweite und kommunikativer Durchsetzungsfähigkeit vielleicht. Also ich habe leider auf diese Frage, warum das nicht durchdrängt. Ich würde das ähnlich einschätzen. Also es gibt die Gegenprojekte, ne? Also und eine Sache, die einen, vielleicht um das nochmal kurz zu sagen, auch Hoffnung geben kann, ist, wenn man sich in Polen anschaut, was es da jetzt seit 3 Jahren von Aktivistenseite an Gegennetzwerken aufgebaut worden ist und die trotz allem Gegenwind durchgängig diese Hilfe anbieten, an der Grenze rechtliche, humanitäre Hilfe und so weiter. Und das sagen wir auch in dieser als Netzwerk aufrechterhalten, das finde ich schon so ganz bemerkenswert. Und es ist für mich auch sehr schwer zu verstehen, warum davon so wenig, sagen wir, in das politische Feld in den großen öffentlichen Diskurs durchdringt. Und ich musste da jetzt auch in der Vorbereitung hier nochmal an Pierre Bourdieu denken, der gesagt hat, der erste Kampf, der im politischen Feld stattfindet, das ist der um die Visionen der Divisionen, um die Teilungsprinzipien. Was sind die zentralen Teilungsprinzipien sozusagen? Und dass diese Visionen der Divisionen strukturieren dann, worüber wir überhaupt diskutieren. Und es scheint mir einfach so zu sein, dass es jetzt über diese Jahre von rechten und rechtspopulistischen Skandalisierungen von Migration und von Grenzübertritten, von rassifizierenden anderen, doch weitgehend gelungen ist, das politische Feld zu besetzen. Und dass man eigentlich, wenn wir uns nochmal an diesen unsäglichen Spiegelartikel mit unserem linkszentristischen Bundeskanzler, wir müssen mehr abschieben, erinnern, so kann ich mir das eigentlich nicht anders erklären, als jetzt mit Bourdieu, die Visionen der Divisionen sind so verschoben worden, dass halt er der Auffassung ist, da ist nichts Linksprogressives irgendwie entgegenzusetzen, sondern man muss eigentlich komplett innerhalb dieser Rationalität, komplett innerhalb dieser von Rechten gesetzten Logik sich positionieren. Aber das geht ja offenbar auch schief, ne? Nebenbei bemerkt. Also es gibt ihm ja keine Punkte. Aber so irgendwie würde ich halt jetzt gerade diese Machtverhältnisse einschätzen und aber ich habe leider keine Antwort darauf, weil ich glaube, dass
tatsächlich aktivistisch und auch in der Wissenschaft, im Journalismus eigentlich andere Narrative, andere Perspektiven, andere Positionen entwickelt werden, Medico. Also warum das eigentlich nicht, das ist mir nicht, auch nicht so völlig klar über das hinaus, was ich gesagt habe. Und mit den Affekten und Emotionen, das könnte vielleicht eine Antwort sein, das ist natürlich den Rechten, das ließ sich in Polen wunderbar beobachten, permanent gelungen ist, affektive, emotionale Narrative von den großen Gefahren der Migration und Angst, also Angst, Hass und Abscheu eigentlich durch das Land hindurch zu mobilisieren, also als große Emotionen, und dass es offenbar schwierig ist, dagegen anzukommen. Also, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass es tatsächlich darum geht, diese nüchternen Kämpfe zu kämpfen. Also ich finde es gut, darüber nachzudenken. Und 2015 gab es ja auch mal so eine positive Welle, ne? Also darüber nachzudenken, wie gelingt es vielleicht, solche positiven Wellen gegenüber Aufnahme, gegenüber Flüchtenden und so weiter voranzutreiben. Aber ich glaube auch, wir brauchen diese nüchternen Instrumente wie Recht, wie Institutionen, um diese Attacken abzuwehren. Und auch die Partei in der Mitte, um nochmal auf die Frage einzugehen? Weil du hast ja gerade Scholz zitiert, und brauchen wir ihn nicht? Also ich glaube, dass es schon, sagen wir, dass die Mitte schon einen stabilisierenden Faktor in all diesen, also das könnte man jetzt über die Parteien hinaus denken. Also ich glaube, es gab ja in Deutschland auch immer wieder so Momente, dass von Gewerkschaften über die Kirchen und die Unternehmensverbände da einfach so ein gewisses Mainstream-Narrativ gesetzt wurde. Und ich glaube, ich hatte dann auch immer das Gefühl, dass das etwas ist, was in Polen nicht so existiert. Ja, also dass dann da mal so irgendwie auch ein zentristischer Punkt gesetzt wird. Und ich würde auch völlig, das zeigt auch die Geschichte, wie das auch schon Christian gerade sagte, dass es von den rechten Parteien abhängt. Ja, ich meine, die SPD, ich weiß es nicht, ob es da noch irgendwie Hoffnung gibt. Also ich habe sie ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Aber vielleicht könnte man auch sagen, es müsste irgendeine linkszentristische Partei sein, es muss nicht unbedingt die SPD sein. Also vielleicht könnte man es so formulieren. Aber im Prinzip glaube ich, es braucht diese zentristischen, linkszentristisch-rechtszentristischen Parteien innerhalb unseres liberaldemokratischen Systems, das wir nun mal alle miteinander bewohnen. Ja. Yes, so I think that it will be short, but I think that we need to, first of all, that we need to deconstruct, and I will refer to who is responsible for that, to your, I just hear in my ears that responsibility. And I think that we are in the situation since decades that, first of all, I'm sorry, because maybe it will be too straight, it's kind of naive to believe that world built on hierarchy and inequalities and the politicians will follow the universal rights and equal rights, because that system, even economic system, it's based on hierarchy and inequalities. And I think that it will be also really useful to analyze the migration issue in the context of labor market, and also to let's say be in the position that we will not accept of the any government, right wing or left wing, that they will follow the rights, but we will try to force, and we will have the demands, and we try to force them for changes. Because even on the, let's say, you know, the politicians, the decision makers are not those ones who are going and who are seeing the negative results and the negative consequences. And honestly, I can say that, you know, in my opinion, some of them, they believe that this is the situation, that the securitization, that the fear, they feel it.
because they didn't have the diagnosis from the what is happening of the phenomenon from the other actors than for those ones who cannot tell about it loudly, because then it is that they are criminals. You know, for example, what do I mean that the Polish border guards, when you will go to Poland, when you will meet with the officials, and when you will meet with the previous commander of border guard units, he will not tell you I was responsible for pushbacks. It's obvious, because then it's the situation that he's waiting for the court case. So to sum up, we need to just, you know, deconstruct the narration, that sometimes we are not even aware of that narration, and also the hierarchies, and also the, let's say, the economic racism within the society. Because it's also the migration and forced migration and those ideas that we need only the good migrants, well qualified. It's also connected with the economy. Vielen lieben Dank. Ja, auch als Medico International arbeiten wir an einer Antwort, um das Feld des Sagbaren wieder mehr zu erweitern in Richtung progressiver Ansätze, damit Bourdieu da das richten kann. Und was wir nämlich planen, ist aktuell einen Fonds für Bewegungsfreiheit aufzusetzen, der aktiv das Recht auf Bewegungsfreiheit verteidigen wird, wo auch Menschen zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze von profitieren können, die kriminalisiert werden für Grenzüberquerungen, aber auch einfach dafür, dass sie Menschen dabei unterstützt haben, die eine Grenze überquert haben und sie dort versorgen im Wald. Und wir werden dazu noch auch weitere Veranstaltungen haben und freuen uns sehr, wenn Sie und ihr das weiter mitverfolgt und uns ja, da vielleicht auch ein paar Spenden für geben wird und wir diesen Diskurs gemeinsam weitertragen können, auch als eine Antwort auf die Rechtsverschiebung. Ja, und jetzt haben wirklich alle sehr lange durchgehalten. Wir sind jetzt schon 2 Stunden hier. Ich würde sagen, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch auf dem Podium. Für die vielen spannenden Perspektiven und dass ihr extra angereist seid aus Frankreich und Polen und Berlin. Und genau, jetzt werden wir hinten im Pastell noch alle gemeinsam was essen oder trinken können. Wer noch gerne da bleiben möchte, das gerne noch nutzen und auch noch ins Gespräch kommen mit den Referenten hier. Und genau, nochmal, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, da draußen liegen auch noch Rundschreiben und auch noch eine kleine Spendendose. Also, und eine Liste, in die man sich eintragen kann für die Newsletter. Also gerne einfach sich eintragen. Und einen schönen Abend. Tschüss.